Hallo und damit ein ganz herzliches Willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute bewerte ich die Heimtrikots der zweiten Bundesliga. Ja, wie gesagt, wenn es euch gefällt, dann auch gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und ich bin mal gespannt, wer am Ende mein Zweitliga-Heimtrikot-Meister ist. Wie gesagt, schreibt auch gerne euer Ranking in die Kommentare. Bin da sehr gespannt, wie euer Ranking dann am Ende aussieht. Ich sag mal, wir legen direkt mal los. Let's go! Wir starten direkt mal mit dem 18. und das ist für mich Jan Regensburg. Ja, nicht nur in der Bundesliga oder Zweitliga-Prognose sind sie bei mir auf dem 18., sondern auch in dem Heimtrikot sind sie bei mir auf Platz 18. Mir gefällt es einfach nicht so. Es ist nicht wirklich mutig. Ja, hier oben diese Streifen, das ist so wie beim FC. Das Trikot hat mir jetzt auch nicht so gefallen beim 1. FC Köln. Und es gibt einfach bessere, schönere, mutigere Trikots. Oder auch wenn es eben schlicht ist, gibt es aber trotzdem noch ein bisschen mehr Auswahl. Das ist für mich wie so ein Trainingsshirt, sag ich mal. Also wie gesagt, für mich ist das nicht so schön. Ich weiß jetzt nicht, ob in der Mitte zum Beispiel da ein bisschen was drauf ist, weil das so ein bisschen dunkler ist. Aber im Großen und Ganzen gefällt es mir leider nicht. Und deswegen mein Platz 18. Weiter geht's mit meinem Platz 17 und da haben wir den 1. FC Magdeburg. Auch das Trikot gefällt mir nicht so wirklich, weil es einfach auch nichts Ausgefallenes ist. Das ist ein ganz normales Trikot, so wie jedes andere eben auch. Ja, und allgemein, was ich allerdings besser finde, wie bei Jan Regensburg, ist wenigstens, dass die Schultern in einem dunkleren Blau sind. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Auch, dass da ein bisschen Muster noch mit dabei ist. Aber im Großen und Ganzen ist es eben auch ein sehr, sehr schlichtes Trikot. Und deswegen, ja, auch da gibt es eben bessere oder Geschmack ist natürlich jedem das seine. Aber ich finde es eben schon auch da ein bisschen, ja, gefällt mir einfach nicht. Ist nicht so wirklich mein Geschmack und deswegen Magdeburg auf Platz 17. Weiter geht es mit Elversberg, denn die habe ich auf Platz 16 gepackt. Und ja, es ist eben ein weißes Trikot. Ich weiß jetzt allerdings nicht, was diese Schramme, sage ich jetzt einfach mal, diese schwarze Schramme mittendrin bedeuten soll. Ich habe da jetzt noch nicht so wirklich was gefunden, was das erklärt. Das gleiche hat man ja auch im Ausweichtrikot gemacht, auch wieder mit schwarzer Schramme. Allerdings ist das da rot. Jetzt ist es eben im Heimtrikot, ist es weiß. Ja, sonst auch sehr, sehr schlicht. Kein irgendwie ein Absatz hier, kein Absatz hier, kein Absatz da. Oder unten noch irgendwie so einen schwarzen Absatz. Also eigentlich das Einzige, was wirklich schwarz ist, ist eben in dem Fall wirklich das Logo und eben auch dieser schwarze, ja, diese schwarze Schramme. Ja, auch das natürlich schade. Ich meine, klar, die Schramme wird Neues, okay. Aber im Großen und Ganzen haut mich das Trikot jetzt auch nicht um. Und deswegen Elversberg auf Platz 16. Ja, auf Platz 15 habe ich Eintracht Braunschweig. Und zwar finde ich das andererseits nicht schlecht, dass man die Vereinsfarben drin hat. Das finde ich gut. Das war ja bei Elversberg auch, muss man sagen. Auch hier ist es natürlich sehr klassisch. Es ist allerdings ein V-Schnitt, das Trikot. Und an den Seiten hat man dann auch nochmal, sag ich mal so, blau-weiße, ja, wie nennt man das? Rauten drauf, sage ich jetzt einfach mal. Ist jetzt nicht schlecht, auch gerade, dass man eben am Arm nochmal blau auch abgesetzt hat. Das ist ja das, was zum Beispiel Elversberg unterscheidet, dass man eben mit dem Kragen noch was gemacht hat oder eben auch an den Ärmeln. Also das finde ich eben wirklich ganz gut. Aber auch das Trikot haut mich jetzt nicht so wirklich um. Es ist am Ende kein schlechtes Heimtrikot, aber auch jetzt kein Trikot, wo ich sage, mein Gott, ist das ein schönes Heimtrikot. Deswegen Eintracht Braunschweig auf Platz 15. Auf Platz 14 habe ich den KSC, den Karlsruher SC. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde es jetzt nicht schlecht. Auf gar keinen Fall. Ich finde es vor allem schön, wie man unten am Bauch auch hier ganz, ganz leicht ja, das KSC-Logo mit rein integriert hat. Ich verstehe jetzt nur nicht ganz diese Streifen, die nämlich erst hochgehen und dann machen sie irgendwie voll den Knick. Gut, ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie eine Straße symbolisieren soll, dass das dann irgendwie Richtung Stadion geht zum Beispiel. Weil eigentlich normalerweise sind das ja dann auch Querstreifen. Da hätte ich das auch irgendwie cool gefunden, weil ich finde es irgendwie merkwürdig, dass da so ein Knick reingeht. Und was ich auch nicht so schön finde, ist, dass jeweils der Absatz jetzt hier zum Beispiel ist er ja relativ noch schmal. Beim KSC-Trikot ist er, ja, ich würde jetzt schon fast sagen, dass das fast 5 cm sind. Und ich finde, das ist eben schon, ja, ein bisschen zu dick, gerade an den Ärmeln und eben auch unten rum ist ja auch nochmal so ein Absatz drin. Wenn natürlich die Hose weiß ist, dann ist das wieder anders oder sieht es eigentlich gar nicht so schlecht aus. Ich weiß jetzt aber nicht, ob die blaue Hosen auch anhaben. Jetzt hier am Kragen zum Beispiel, da finde ich das vollkommen auch okay, dass das auch dicker ist. Finde ich, wie gesagt, gut. Auch an den Ärmeln ist es in dem Fall so, dass eben auch da jetzt keine,
ja, keine Kästchen mehr sind oder keine Absätze mehr sind. Das finde ich auch gut, dass man die weggelassen hat, dass man die wirklich nur hier hat. Und wie gesagt, aber was ich richtig cool finde, ist eben dieses leichte KSC-Logo. Ich finde, das hätte man noch ein bisschen dicker drucken können, in dem Fall noch ein bisschen, ja, verdeutlichen können. Dann wäre das Trikot auf jeden Fall auch höher, wenn man es natürlich auch noch auf die Absätze ein bisschen minimiert hätte, ne, also auch nicht so dick gemacht hätte, dann wäre das Trikot definitiv höher, dann hätte ich das mal locker auf 8 oder 9 gesehen. So ist es aber allerdings, ja, mein Platz 14. Ja, Kräuter Fürth habe ich auf Platz 13 gesetzt. Warum Kräuter Fürth auf Platz 13? Viele sagen, ist doch voll ein geiles Trikot. Das Problem ist, ich habe das einfach schon zu oft gesehen. Streifen, ja, das ist eben so die gängige Art, sag ich mal. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde es irgendwie zu viele Streifen. Ich hatte es ja auch schon öfters gesagt, zum Beispiel bei Köln, die hatten ja auch letztes Jahr das Auswärtstrikot und da waren hier Streifen, hier Streifen, hier Streifen, auf der Rückseite Streifen. Und das Gleiche ist auch bei Kräuter Fürth der Fall. Ich hätte es cool gefunden, wenn man irgendwie hier das eben dann weiß gelassen hätte, hier dann eben die Streifen und auch hinten hat Kräuter Fürth auch da so eine Zwischenzeile, sag ich mal, oder zwischen so ein bisschen noch ja, so einen Absatz reingemacht. Ich finde es einfach zu viel tatsächlich. Ich hätte es cool gefunden, wenn man, wie gesagt, hier die Ärmel komplett weiß gelassen hätte und dann eben nur der Brustbereich oder der Bauchbereich, Brustbereich eben dann mit den Streifen. Dass die zum Beispiel auch so ein bisschen ausgeblichen sind, finde ich eigentlich ganz geil. Also das finde ich eigentlich ganz schön, muss ich sagen. Das Logo ist auch gut zu erkennen. Auch das ist natürlich wichtig. Aber im Großen und Ganzen ist das eben auch. Und auch vor allem, muss man auch sagen, bei dem Sponsor ist auch wieder ein bisschen Freiraum. Das finde ich auch wieder gut, damit man den Sponsor eben auch gut erkennt. Aber trotzdem ist es eben kein Trikot, was mich jetzt absolut umhaut. Ja, jetzt kommen wir schon zu einer Platzierung, sage ich mal, wo man sagen kann, das ist ein solides Heimtrikot. Es ist jetzt keine Katastrophe oder total ins Klo gegriffen, sondern es ist wirklich dann ein sehr solides Heimtrikot. Und da habe ich auf Platz 12 den ersten FC Nürnberg gepackt. Denn das Trikot ist für mich jetzt kein überragendes Heimtrikot, aber ne, das Logo ist gut zu erkennen, der Sponsor ist gut zu erkennen durch den Hintergrund von diesem Weinrot, was eben Nürnberg auch definitiv hat. Oben hat man dann diese Adidas-Applikationen, die ebenfalls in einem Weiß sind. Das passt dann auch ganz gut. Aber es ist halt kein Trikot, wo man jetzt sagt, boah, da hat man sich jetzt aber wirklich mal was getraut. Es ist aber auch kein Trikot, wie ich finde. Und das ist eben der Unterschied zwischen den anderen Trikots, die wir davor hatten. Es war jetzt aber auch kein absoluter Griff ins Klo. Man hat sich eben nicht viel getraut. Es war am Ende auch wenig falsch zu machen, was man auch sagen muss. Aber im Großen und Ganzen ist es ein solides Heimtrikot vom FC Nürnberg. Auf Platz 11 habe ich am Ende Preußens Münster. Ja, die haben wirklich ein cooles Trikot, muss man wirklich sagen. Auch wieder mit den Streifen, was man eben auch schon gesehen hat. Deswegen sind sie bei mir eben nicht so weit oben. Aber auch hier finde ich den Kragen sehr, sehr cool. Auch hier, dass man hier eben auch so einen Absatz noch reingemacht hat an dem Ärmel, finde ich auch sehr gut. Aber auch da muss ich sagen, das, was ich eben auch bei Fürth kritisiert habe, gilt auch für Münster. Und zwar, dass man eben an den Ärmeln auch jeweils noch die Absätze gemacht hat. Ich finde, das ist zu viel. Da hätte ich es auch cool gefunden, wenn man da irgendwie einen guten Absatz hinbekommen hätte. Dass wirklich auch da nur der Brustbereich und der Bauchbereich eben, also die Vorderseite vom Trikot, eben nur in den grün-weißen Streifen gewesen wäre. Was ich aber auch hier wieder gut finde, ist auch das gleiche wie bei Fürth, dass eben der Sponsor auch da freigelassen wurde und in dem Fall auch gut zu erkennen ist. Trotzdem ist es für mich jetzt kein Trikot, wo ich sage, das muss noch weiter nach oben, weil, wie gesagt, da schon ein paar Kritikpunkte mit dabei waren. Und deswegen ist Münster bei mir auf Platz 11. Platz Nummer 10 ist bei mir Fortuna Düsseldorf. Auch das ein absolut solides Trikot. Hat man wenig falsch gemacht, muss ich sagen. Den Kragen finde ich gut. Auch den vorderen Bereich mit den zwei verschiedenen Rottönen finde ich gut. Also im Großen und Ganzen muss man wirklich sagen, ein sehr solides Trikot. Klar, auch das Trikot hat man schon öfters gesehen. Es ist jetzt nichts Neues. Das muss man auch ganz klar sagen. Aber im Großen und Ganzen auch ein absolut solides Heimtrikot von der Fortuna aus Düsseldorf. Auf Platz 9 habe ich ebenfalls ein sehr solides Trikot. Wie gesagt, man hätte Düsseldorf, Münster und Nürnberg eigentlich in eine Platzierung nennen können. Und auch der 9. Tabellenplatz hätte man da mit reinbringen können. Und zwar habe ich auf Platz 9
den SC Paderborn. Ja, auch hier gilt es, wie ich das auch schon bei den anderen gesagt habe, auch ein sehr solides Trikot. Aber was ich hier eben schön finde, sind klar die Vereinsfarben, die man da reingebracht hat. Ganz klar, dieses Schwarz und Blau eben. Aber auch hier sind verschiedene Applikationen noch auf dem Bauch zu sehen. Und auch wie gesagt, hier hat man es eben dann auch in einem anderen Farbton gemacht. Und das finde ich eben so gut, dass man nicht das Blau auch an den Ärmeln noch gemacht hat, sondern dass man da wirklich auch den Absatz hingemacht hat. Und auch den, an dem Kragen ebenfalls nochmal. Das Kleinste, was mich ein bisschen stört, ist, dass man hier dann auch irgendwie so einen komischen Schnitt gemacht hat. Das ist irgendwie ein bisschen merkwürdig. Aber im Großen und Ganzen ist das auch ein absolut solides Heimtrikot vom SC Paderborn. Und von daher, ja, völlig verdient meiner Meinung nach auf Platz 9. Auf Platz 8 habe ich den Hamburger Sportverein. Ja, das ist, finde ich, wirklich ein sehr, sehr gelungenes Heimtrikot vom Hamburger Sportverein. Ich weiß jetzt zwar nicht genau, was diese ja leichten Sachen hier drauf sein sollen, ob das irgendwie HSV drauf steht jeweils oder also das konnte ich bis jetzt noch nicht so ganz erkennen. Vielleicht kann man das in Real Life besser sehen. Was ich aber auch schön finde, ist eben, dass es ein weißes Trikot ist, aber eben auch mit ganz vielen blauen Akzenten mit dabei und jetzt nicht nur einfach nur oben auf der Schulter, sondern man hat wirklich hier was, hier ist auch was zu sehen, dann auch hier runter noch. Also ich muss ehrlich sagen, das finde ich sehr, sehr schön mit mehreren Akzenten gearbeitet. Dann auch, wie gesagt, den Sponsor, den man gut erkennen kann. Das Logo kann man gut erkennen. Das ist auch mir sehr, sehr wichtig. Und ich finde, es ist nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Und deswegen auch ein absolut solides Trikot. Deswegen völlig verdient, meiner Meinung nach, auf Platz 8. Vor dem Hamburger Sportverein habe ich unseren ersten FC Köln gepackt. Warum ist der erste FC Köln so weit oben? Das ist eine sehr, sehr berechtigte Frage, die sich vielleicht manche stellen. Ich finde das Trikot eigentlich nicht schlecht. Also gerade wenn man das jetzt von einem Bild gesehen hat, muss ich ehrlich sagen, bin ich ganz bei euch, dann müsste es eigentlich viel, viel früher schon kommen. Aber ich habe es ja auch selber hier gehabt oder habe es immer noch. Und ich muss ehrlich sagen, gerade was man hier gemacht hat, finde ich richtig cool. Hier ist nämlich nicht nur einfach nur weiß, so wie es gerade auf dem Bild aussieht, sondern hier sind wirklich ganz, ganz große Muster mit dabei, also viele Muster mit dabei. Also es ist jetzt nicht einfach nur eine weiße Seite, eine weiße Vorderseite, sondern da ist wirklich, ja, sind ja jede Menge Muster. Klar, die haben jetzt nichts mit dem Verein zu tun, das ist auch ganz klar. Aber was mich einfach überzeugt hat oder was ich einfach sehr schön finde bei diesem Trikot sind die Außenpylonen, die eben vorm Stadion sind und das finde ich einfach sehr, sehr schön. Klar, man hätte da viel, viel mehr noch rausholen können, wie ich finde. Also da hat man irgendwie noch nicht so ganz was rausgeholt. Also da hätte man noch viel besser die Sachen in Szene setzen können. Auch jetzt hier, sag ich mal, hier oben der Streifen, der ja hier früher da unten hier war, ist jetzt ein bisschen weiter nach vorne gerutscht. Hätte man auch weglassen können, rein theoretisch, weiß ich jetzt nicht. Da streiten sich auch viele, manche sagen, es ist nicht schön, manche sagen, es ist schön. Aber im Großen und Ganzen finde ich, es ist ein solides Heimtrikot, was auch noch auf Platz 7 absolut okay ist. Viel weiter nach vorne hätte ich es jetzt auch nicht gepackt. Aber die Pylonen, die haben es eben auch nochmal rausgerissen. Und ganz klar eben dieses Muster, was eben vorne zu sehen ist. Auf Platz 6 und jetzt kommen wir schon zu den Top 10 der Trikots der zweiten Bundesliga in dem Heimbereich sozusagen, habe ich den ersten FC Kaiserslautern gepackt. Das Trikot wurde ja schon sehr oft kritisiert oder sehr hart kritisiert. Ich muss ehrlich sagen, es ist mal was Neues, so ein Muster, so eine Situation, also ich weiß jetzt noch nicht ganz genau, was da alles drauf ist und ob das eine Bedeutung auch hat, aber ganz ehrlich, ich finde es ein sehr interessantes Muster. Und so oft ich mir es angucke, finde ich es irgendwie geil. Und deswegen völlig verdient meiner Meinung nach auf Platz 6. Weil es gibt eben noch bessere, ja, und schon schönere Trikots. Aber das vom ersten FC Kaiserslautern finde ich wirklich nicht schlecht. Also, und eigentlich sehr, sehr gut. Also ich würde es mir tatsächlich als Kaiserslautern-Fan holen. Weil ich finde es eigentlich ganz geil. Auch hier allerdings, ne, auch vielleicht ein bisschen zu viel, weil es eben an den Ärmeln ebenfalls noch, ja, diese Musterung da ist. Da hätte man dann vielleicht wirklich auch wieder hier so einen Cut machen können und dann einfach nur rot. Ja, das hätte ich einfach auch ganz geil gefunden. Aber im Großen und Ganzen finde ich es ganz okay. Auf Platz 5 habe ich den SV Darmstadt 98. Auch dieses Trikot wurde oft kritisiert. Aber ich finde es eigentlich geil. Also auch hier natürlich wieder an den Ärmeln zu viel. Was ich gut finde, ist aber, dass man hier eben so einen weißen Absatz gemacht hat. Das gleiche eben auch hier einmal rum. Und also das finde ich wiederum richtig, richtig cool, muss ich sagen.
klar, ne, dieses Verwaschene oder diesen, das sieht ja so ein bisschen aus, als hätte man mit einem Pinsel so Streifen reingemacht, wie so eine Lasurtechnik, finde ich, sieht das aus. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe so ein Design schon lange nicht mehr gesehen und deswegen ist das Darmstadt-Trikot bei mir eben so weit oben, weil es eben mal was Neues ist, weil es was ist, was ich jetzt so noch nicht gesehen habe, auch bei einem anderen Club. Und deswegen, ja, ich finde es eigentlich ein sehr, sehr cooles Trikot vom SV Darmstadt 98. Das Auswärtstrikot, das ist dann natürlich ideenlos, weil es nur mit einem anderen Farbton das gleiche Muster, das gleiche Trikot eigentlich ist. Deswegen, das ist dann wiederum langweilig, aber das Heimtrikot finde ich richtig cool. Auf Platz 4 und somit ganz, ganz knapp auf, oder neben der Relegation sozusagen oder an der Relegation vorbeigeschrappt, habe ich den SSV Ulm hingepackt und ich muss ehrlich sagen, das Trikot gefällt mir richtig gut. Also das sind die Vereinsfarben mit dabei, das Logo ist gut zu erkennen. Gut, ich finde der Sponsor, der macht das Ding ein bisschen kaputt, aber im Großen und Ganzen ein sehr cooles Trikot, auch wie gesagt mit den Streifen. Klar, hat man auch schon mal gesehen, ist jetzt auch kein neues Ding, so dass man sagt, boah, das hat noch kein anderer Verein gehabt. Aber ich finde, es sieht trotzdem sehr, sehr gut aus. Auch, dass eben oben am Kragen auch nochmal sowas schwarz ist. Dann auch hier an den Schultern, dass so schwarz ist. Das passt eben auch sehr gut. Also ich finde es ein sehr, sehr schönes Trikot. Sieht sehr sick aus. Also ich habe da auf jeden Fall, ja, ich finde es sehr, sehr gut. Deswegen mein Platz 4 absolut verdient an den SV Ulm. Platz Nummer 3 und damit die Relegation macht bei mir die Hertha aus Berlin. Sehr, sehr schönes Trikot, wirklich. Die Vereinsfarben sind mit dabei. Das mit den Streifen, auch das natürlich hat man schon gesehen. Aber ich finde wirklich, das ist ein sehr schönes Trikot. Gerade auch an den Seiten sind auch wieder die weißen Applikationen mit dabei. Und allgemein, die Vereinsfarben sind mit dabei. Das Logo ist gut zu erkennen. Ich finde den Sponsor ganz gut integriert. Also im Großen und Ganzen auch ein richtig, richtig geiles Trikot. Und deswegen absolut verdient auf Platz 3. Weiter geht es mit der 2 und da habe ich den FC Schalke 04. Das ist ein sehr schönes Heimtrikot. Natürlich Königsblau, so wie es eben sein muss. Ich finde aber den Kragen richtig cool. Und der Sponsor, den finde ich auch gut. Besser wäre allerdings, wenn da wirklich dieser, wie früher oder letztes Jahr noch, FC Schalke oder Veltin hätte da am besten noch drauf gepasst. Das wäre richtig gut gewesen. Aber was ich auch richtig geil finde, ist eben, dass man hier an den Seiten jeweils auch die Schalke-Logos nochmal so leicht reingemacht hat. Finde ich auch richtig, richtig gut. Also das gefällt mir schon sehr gut, das Schalker-Trikot. Aber das schönste Trikot und damit mein Platz 1 und damit, ja, das Meister-Trikot der zweiten Bundesliga im Heimtrikot-Bereich ist für mich Hannover 96. Das ist ein richtig schönes Heimtrikot. Ich habe da nichts auszusetzen. Den Kragen jeweils sind in den Vereinsfarben von Hannover 96, in dem Fall schwarz-weiß, grün, richtig schön, auch wie gesagt, im Trikot selber, bei dem roten, man hätte auch einfach rot machen können und Feierabend, nein, hat Hannover eben nicht gemacht, sondern sie haben auch noch weiße Applikationsstreifen so reingemacht, auch da nicht zu viel, an den Ärmeln zum Beispiel ist es nicht der Fall, das finde ich richtig gut, also wie gesagt, ich finde es einfach ein richtig geiles Heimtrikot von Hannover 96 und deswegen absolut mein Platz 1. Jetzt bin ich natürlich sehr gespannt, was sagt ihr zu den Trikots, zu den Heimtrikots? Habt ihr eine ganz andere Platzierung wie ich jetzt zum Beispiel? Dann schreibt sie gerne in die Kommentare. Bin da sehr gespannt und wenn euch mein Heimtrikot-Ranking gefallen hat, dann würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr kein weiteres Video mehr verpassen möchtet, dann abonniert auch gerne diesen Kanal. Ich verabschiede mich, bis dahin, macht's gut, euer Niklas und ciao.